2023 war tough, so wie die Jahre zuvor auch. Wird sich 2024 etwas ändern? Let's go. Hey Leute, ich bin Johannes Queller und in diesem Video gucken wir uns mal an, wie wir 2024 gestalten können, dass wir auch endlich unsere Ziele erreichen. 2023 war, so wie die letzten Jahre auch, ziemlich haarig und hart und manche Leute sagen, ja, 2024 wird besser, 2024 wird jetzt mein Jahr, aber wird es das wirklich? Wird es das, wenn wir uns immer nur im Externen orientieren und immer nur im Außen gucken und immer nur gucken, ja, dieses Jahr, das wird jetzt, ich glaube daran. Wird es dann besser? Es kommt darauf an, ob 2024 nun besser wird oder nicht. Es kommt darauf an, ob 2024 gut wird. Niemand kann wirklich in die Zukunft schauen. Und deine Gedanken und deine Einstellung zu Geschehnissen beeinflussen deine Zukunft. Situation X passiert. Wie gehe ich damit um? Aber bevor wir hier weiter einsteigen, möchte ich mich bei dir bedanken dafür, dass du dir meine Videos angeguckt hast, dass du dir dieses Video jetzt anschaust. Und ich hoffe, dass ich dich mit dem ein oder anderen Video auch inspirieren konnte und auch mit diesem Video weiter inspirieren kann. Vielen Dank, dass du hier bist. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch dafür, dass du dieses Jahr mit dem Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden starten möchtest und dir genau deshalb dieses Video anschaust. Denn ich weiß es doch auch. Ein 30-Day-Get-Six-Pack-Shredded-Bam klingt viel besser, oder? Das klingt viel besser als dieses Oma-Gedöns mit, oh ja, Gesundheit, Gesundheit, das wäre doch mal was. Nein, solange wir gesund sind, in Anführungsstrichen, denken wir nicht an Gesundheit. Wir betreiben Raubbau auf Kosten unseres Körpers und leben unsere Jahre mit Junkfood, spät ins Bett gehen, schlechte Schlafhygiene, schlechte Schlafgewohnheiten, viel zu wenig Schlaf, viel zu viel Stress, ballern, 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 Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, ackern, 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 unglücklich sein, bam. Und irgendwann fällt der Groschen. Dann ist es meistens für die meisten Menschen zu spät und sie müssen die Schuld bezahlen für diesen Raubbau in ihrem Körper. Nächstes Flugzeug, kurze Pause. Na klar, verstehe ich doch. Ne? Sixpack klingt schon besser und erregt auch mehr Aufmerksamkeit als werde gesund und glücklich, aber es wird etwas dauern, bis du die ganzen Jahre bzw. Jahrzehnte an Raubbau deines Körpers wieder ausgeglichen hast. Ja, aber ich kann dir auf jeden Fall anhand meines eigenen Körpers und anhand vom Coaching vieler Schüler mitteilen, dass es erstens nie zu spät ist, um anzufangen. Und zweitens, ein gesundes und fittes Leben deutlich mehr mit sich bringt, als einfach nur nackt gut auszusehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim wichtigsten Part dieses Videos, nämlich deine Ziele. Hast du Neujahrsvorsätze oder richtige Ziele, an denen du arbeiten möchtest? Neujahrsvorsätze funktionieren nicht. Also zumindest für die wenigsten. Oder wie viele Neujahrsvorsätze hast du bisher umgesetzt? Die meisten Neujahrsvorsätze halten nicht mal den Januar stand. Und wie schaffst du es dann dieses Jahr, deine Ziele oder Neujahrsvorsätze endlich in die Tat umzusetzen und endlich zu erreichen? Zunächst einmal brauchst du ein klar definiertes Ziel und mit diesem Ziel dann auch einen Aktionsplan, denn ein Ziel ohne Aktion, ohne Handlung bleibt ein Traum. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen, hat irgendeine schlaue Person mal gesagt. Nehmen wir mal ein Fitnessziel. Sagen wir, du möchtest 10 Kilo abnehmen. Hast du schon mal probiert? Hat's gut funktioniert? Radikale Diät? Gute Idee, aber hast du schon mal eine radikale Diät gemacht? Jetzt wirst du bestimmt deine radikale Diät gnadenlos verteidigen, weil hat super funktioniert. Ich habe in 3 Tagen 36 Kilo abgenommen und habe mich super gefühlt. Ich muss bar. Okay, cool story, Bro. Wie schnell kam es wieder rauf? Und wie schnell hat das Gewicht, als es wieder gekommen ist, noch ein paar befreundete Kilos mitgebracht? Damn, das tut weh. I know. Wir können also sagen, dass Crash-Diäten nicht funktionieren. Also für die meisten nicht. Aber was funktioniert dann? Wir brauchen etwas mit Substanz. Etwas Langfristiges. Und wenn du nur eine radikale Diät machst, wirst du ja danach wieder an dem Punkt landen, wo du jetzt bist. Denn wenn du deine Ernährung nicht langfristig umstellst, hat dich deine Ernährung bisher ja an den Punkt gebracht, wo du jetzt bist. Richtig? Also müssen wir irgendwas anderes machen. Ernährungsumstellung, ja, schon, das wäre schon mal ganz gut. Aber da denken ja auch wieder die meisten Leute an viel zu große Sachen. Ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es, wir machen dieses Mal, in diesem Jahr einfach Babyschritte. Baby Steps to Success.
Kleinigkeiten. So kleine Schritte, dass du denkst, das kann gar nicht funktionieren. Das heißt, wir stellen uns jetzt mal die Frage, was ist das Geringste, was ich tun kann, um mein Ziel zu erreichen? Das Geringste, also ich meine wirklich das Geringste, das Allerwenigste, was man machen kann. Mehr kann man immer machen, aber was ist das Geringste, was du jetzt tun könntest? Zum Beispiel für diese 10 Kilo. Wir machen ein kleines Rechenbeispiel. Die meisten Menschen denken, dass kleine Schritte nichts bringen. Und tatsächlich müssen wir so einen geringfügigen Schritt gehen, dass die meisten Menschen denken, hey, das kann gar nicht funktionieren. Aber dadurch, dass du dir mein Video jetzt hier gerade anschaust, weiß ich, dass du nicht zu dieser Fraktion gehörst, sondern dass du weißt, dass auch Kleinvieh Mist macht. Und das werden wir in diesem Video jetzt gleich erörtern. Gleich. Denn es sind doch die kleinen Dinge, die im Leben die größte Veränderung bringen. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Nehmen wir mal den Diva-Schokoriegel. Der schlägt mit 260 Kalorien zu Buche pro Riegel und es bleibt selten bei einem. Aber nehmen wir mal an, wir essen wirklich nur einen am Tag. Ja? So, ein Apfel, ein durchschnittlicher Apfel hat so 200 Gramm und hat mit seinen 54 Kalorien roundabout 100 Kalorien offen Apfel. Ja, so, also ein Apfel kostet dich, hat 100 Kalorien. So, jetzt tauschen wir den Schokoriegel mit dem Apfel. Und essen den Apfel statt des Schokoriegels. Das heißt, wir haben trotzdem was gegessen, wir haben trotzdem was Süßes gehabt, wir haben aber statt des Schokoriegels haben wir Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, wir haben Wasser, also wir haben uns auch den Flüssigkeitshaushalt aufgebessert und Ballaststoffe, du weißt schon, das, was man zum braucht. Also nicht zum Pupsen, sondern fürs Geschäft auf der Toilette, da wo man gerne alleine sein möchte. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen. Jetzt haben wir damit sozusagen, durch diesen kleinen Tausch, wir haben nur einen Schokoriegel weggelassen und einen Apfel dafür gegessen. Mit diesem kleinen Tausch haben wir 160 Kalorien eingespart. Das sind im Jahr über 54.000 Kalorien oder 8,4 Kilogramm Fett. Wow, das lassen wir mal kurz sinken, solange das Flugzeug hier fliegt. Ich meinte natürlich sacken. Das lassen wir sacken. So. Jetzt nehmen wir noch eine kleine Mini-Veränderung hinzu. Du gehst einmal die Woche 20 Minuten spazieren. Einmal die Woche. Das sind roundabout 200 Kalorien oder über 10.000 Kalorien im Jahr auf 52 Wochen gerechnet. Damit sind wir nochmal bei 1,5 Kilo Gewichtsverlust. Das heißt, du hast mit einem Apfel statt einem Schokoriegel, ich will immer die Marke sagen, immer einen Diva-Schokoriegel und dann einmal in der Woche spazieren gehen mit 20 Minuten, hast du bis zu 10 Kilo Gewichtsverlust. Mostly fat, wahrscheinlich, wenn du ein Kaloriendefizit bist. Whatever. 10 Kilo kannst du damit in einem Jahr abnehmen. Und das, indem du einfach nur einen Apfel statt einem Schokoriegel gegessen hast und indem du einmal in der Woche 20 Minuten spazieren gewesen bist. Hättest du gedacht, dass du mit diesen zwei Mini-Veränderungen so viel erreichen kannst? Das denken viele nicht. Viele denken immer, ich muss radikal alles umstellen, alles ändern, aber du hast Gewohnheiten und diese Gewohnheiten, die ändern sich nicht so schnell. Da kann so eine 3, 4, 5, 6 Wochen Crash-Diät nichts bewirken. Deswegen Langfristigkeit und kleine Schritte, die du wirklich umsetzen kannst. Einmal die Woche 20 Minuten spazieren, das ist drin, selbst bei den beschäftigsten Menschen. Und ich komme jetzt gar nicht mit den Standardgeschichten mit, ja, einfach aktiver Lebensstil, ne, die Treppe statt dem Fahrstuhl und einfach gesündere Alternativen beim Essen, ungesüßte Getränke statt zuckerhaltigen Plörre. Das sind No-Brainer. Natürlich ist das ein guter Tipp. Aber die Leute denken immer viel zu kompliziert. Ich darf gar keine Süßigkeit mehr, ich darf gar kein dies mehr, ich muss 15 Stunden Sport die Woche machen. Chillax. Also hättest du gedacht, dass du 10 Kilo im nächsten Jahr abnehmen könntest, ohne dein gesamtes Leben umkrempeln zu müssen und voll all in den ganzen Fitness-Lifestyle reingehen zu müssen? Ich glaube nicht, aber ich hoffe, dass ich dich mit diesem Video etwas inspirieren konnte, das Ganze etwas lockerer anzugehen. Das Ganze etwas nicht so verbissen zu sehen und nicht so stringent dich selbst zu geißeln und noch mehr unter Stress zu setzen. Fang einfach mit einer Kleinigkeit an. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video so inspirieren, dass du endlich deinen Arsch hochkriegst und eine Routine entwickeln kannst, die du auch aufrechterhalten kannst, denn sie bedarf nur so wenig Veränderung. Ich wünsche dir für dieses Jahr nur das Allerbeste, die beste Gesundheit. Sei oder werde glücklich und kümmere dich um dich, denn niemand wird es für dich tun.
Nur du kannst für dich sorgen. Also kümmere dich gut um dich. Und solltest du den Weg zur Kette Bay gefunden haben oder gerade nach einem Weg suchen, der dich mit minimalem Zeitaufwand super fit macht, dann schau doch mal gerne hier in den verlinkten Programmen unter diesem Video nach. Da sind meine ganzen Kette Bay Programme auch dafür ausgelegt, für Menschen, die wenig Zeit haben, aber auch für sämtliche andere Ziele. Du kannst Muskeln aufbauen, kräftiger werden, athletischer werden, fitter werden, mehr Ausdauer haben, mehr Kraftausdauer, mehr Fettverlust und so weiter. Also da gibt es eine Hülle und Fülle an verschiedenen Programmen mit verschiedenen Zielen. Die Kette Bay ist und bleibt mit das effizienteste Trainingstool für zu Hause, für alle Menschen, die mit wenig Zeit und Aufwand viel erreichen wollen. Und wo du schon bis hierhin geschaut hast, abonniere doch den Kanal, check die anderen Videos, hör dir auch die anderen Videos an und berichte mir mal in den Kommentaren, ob du bereits schon mal einen Neujahrsvorsatz geschafft hast und was du von dem Ansatz in diesem Video hältst. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis hierhin geschaut hast und wünsche dir ein fantastisches Jahr.